Der Opel Mokka ist aktuell der beliebteste kleine SUV der Schweiz. Um gegen die zunehmende Konkurrenz bestehen zu können, wurde er leicht überarbeitet. Neu hört der Opel SUV auf den Namen Mokka X, was aber nicht für extra lang XL steht. Mit 4,3 Metern ist er kompakt geblieben, wurde aber schärfer gezeichnet. LED-Tagfahrleuchten und ein größerer Kühlergrill lassen den Fünfplätzer erwachsener und breiter wirken. Dafür sorgt auch die weniger nach unten gezogene Motorhaube. Dazu kommen optionale LED-Leuchten hinten. Der Kofferraum bleibt mit bis zu fast 1400 Litern großzügig und auch im Fond sitzen Erwachsene bequem. Das neue Cockpit wirkt mit dem Multimedia-System und Touchscreen aus dem Astra nobler und ist übersichtlicher. Für Smartphones steht Apple CarPlay und Android Auto zur Verfügung. Und der Opel Butler-Dienst OnStar mit WLAN-Hotspot rundet das Angebot ab. Beim Antrieb wird der Mokka X erst richtig interessant für die Schweiz. Zum ersten Mal lassen sich Allrad und Automatik vereinen, allerdings nur im neuen Top-Benziner mit 153 PS. Der erste Eindruck ist gut, vor allem im städtischen Stop-and-Go-Verkehr schaltet die Sechsgang-Automatik gut. Ansonsten geht der Mokka X dank kurzem Radstand flink um enge Ecken. Mit 1,66 Metern Höhe wankt der dabei allerdings etwas. Dafür ist er komfortabel abgestimmt. Summa summarum macht der kleine Alleskönner von Opel seine Sache gut. Damit dürfte der Mokka X erfolgreich bleiben.